Willkommen zurück zu Super Mario Bros. Wonder. Wir sind hier gerade vor dem 4-Sterne-Level und im letzten Part ging wieder einiges ab. Aber nun werden wir erstmal das perfekte Timing rausfinden hier in diesem Level. Oh Gott. Wenn ich schon das Wort Timing höre, geht mir schon wieder alles hoch. Das hat was mit der Wunderblume zu tun. Gibt es kein Item geschenkt? Ich bin total abgeschlagen. Ach du Scheiße. Es wird immer schneller. Oh Gott. Hilfe! Mach doch nicht sowas mit mir! Das macht gar keinen Spaß. Das macht keinen Spaß. Wow! Dieser andere Herzinfarkt gerade am Ende. Alter! Wow, das hat mir gerade einen richtigen Schub gegeben, ey. Ist das heftig. Gar nicht geil. Aber naja. Ach du Scheiße. Naja, hier geht's ja noch weiter. Hier ist ja noch was. Abzeichentest Profi, Sprungfeder 1. Oh, wieder eine neue Fähigkeit. Naja, hier habe ich wenigstens eine Chance auf einen Pilz oder so, hoffentlich. Sprungfeder, du bewegst dich durch Hüpfen vorwärts und kannst höher als gewöhnlich springen. Okay. Das ist nicht euer Ernst, oder? Ich bekomme im aller Ernsten Falle Flashbacks an das Power-Up von Super Mario Galaxy. Und zwar der Sprungfederpilz. War das eine Hölle? Und ich werde nicht einmal diese Fähigkeit in diesem Spiel verwenden, regulär. Das könnt ihr vergessen. Warum sollte man das, wenn man die ganze Zeit springt? Das macht doch gar keinen Spaß. Wer hat sich das ausgedacht? Ich meine, damit kann man höher springen, das ist zwar richtig geil so, ne? Aber warum sollte... Das ist doch kacke. Oh Gott, genau das meine ich. Ich hab jetzt sogar fast verkackt, die Fahnenstange zu erreichen. Also die obere. Also tut mir leid, also wer hiermit dieses Spiel durchspielt und es manchmal sogar nutzt. Ja, das ist wohl selbstverständlich. Mich verarschen? Toll gemacht! Wir haben sogar das Abzeichen, das du gerade verwendet hast, geschenkt bekommen. Ich lese es immer wieder vor. Nein. Um Gottes Willen. Oh, Spezialwelt mal wieder. Aber da haben wir ja gesagt, da lass mir die Finger erstmal von. Mich verarschen? Hier gibt's jetzt was? Wo ist denn hier bitteschön noch ein Wundersamen?
Okay. Wo soll denn bitte schon hier noch ein Wundersamen sein? Hier war doch nichts mehr. Oder bin ich doof? Ich bin behindert. Ach so. Ach so. Ja, okay, gut. Das ist jetzt aber ein bisschen kacke, oder? Achso, nee, warte mal. Wir bekommen ja kein Wundersamen. Hä? Nochmal rein. Das kann doch nicht sein. Okay, das ist echt interessant. Auch immer der Wundersamen hier sein soll. Ich glaube, man muss einfach nur ganz schnell sein. Ja, man muss ganz schnell sein, sonst bekommt man den Wundersamen hier nicht. Ah, so. Okay. Na dann. Dann ist ja alles gut. Und hier ist, glaube ich, so gemacht, wenn man runterfällt, dass man, glaube ich, einfach nur normalen Exit findet, aber man keinen Wundersamen findet. Also falls man abkacken sollte, dass man hier wenigstens kein Leben abgezogen bekommt. Finde ich aber sozial. Achso, ja, stimmt ja. Er hat mir die Finger weg von gelassen. Gut. Von unten sind wir gekommen. Und wir gehen dann mal hier weiter. Der Gipfel ist fast erreicht, doch der letzte Teil des Weges ist auch das gefährlichste. Schau doch einmal im Laden herein, um dich mit den nötigsten Vorräten zu versorgen. Wenn man da wenigstens Items kaufen könnte. Naja. Was? Ich kenne mir doch Kamek! Was machst du denn hier? Wenn er ist, dann heißt es nichts Gutes. Hä? The hell? What the fuck? Er zaubert einfach mal ein ganzes Schiff her. Die Devil scheint es ja auch wieder zu geben. Luftgaläre im Wölkchengebirge. Dem müssen wir uns also stellen. Alles klar. Sieht aber schon krass aus, wenn ich ehrlich bin. Alter. Und es ist das Scrolling Level. Scheiße. Oh, naja. Das sind auch wieder neue Gegner. Was sind das hier für Gegner? Oh, das sind Bomben. Oder sowas. Naja, sowas in der Art. Das sind Luftballer oder so. Nein, da wäre ein Pilz drin gewesen. Darf ich mal erwähnen, wie geil das hier eigentlich aussieht? Man hört so ein bisschen die Luftgalären-Musik raus, so ein Remix davon. Die hört sich richtig geil an. Okay. Sehr interessant auf jeden Fall. Was macht denn die Bube da drin? Aha. Wen haben wir denn da? Kugel, wie ist noch wieder mit am Start? Wie man sie kennt. Ja. Ah, wir müssen das ja aufsprengen. Oh shit, verkackt. Oh, oh nein. Mach auf! Nein, ich hab's nicht mehr geschafft. Ja, da war safe eine Münze drin, ne? Die haben mir jetzt verkackt.
Feuerblume drin, sehr nice. Okay. Das ist eine Wunderblume. What the fuck? Das war eigentlich was Schlechtes, oh mein Gott. Ach du Kacke. Wow. Rosa rastet ja richtig aus. Sind wir jetzt auf einmal hier in Metal Gear oder was? Das ist eigentlich nicht so geil gerade. Bowser, chill! Was soll das hier? Ach du Kacke. Ey, mach das hier mal auf. Danke. Das war's mit dir. Aber Alter, die Aufmachung von diesem Schiffchen, das sieht richtig... Noch ein Checkpoint? Ach so, wahrscheinlich, weil es hier mal wieder einen Kampf gibt oder so. Ja? Ah, nee, warte, uns fehlen ja noch zwei Münzen. Okay, die eine, die haben ja... Ah, wen haben wir denn hier? Die richtigen Bowbombs sind da wieder hier. Ja, das sind wieder diese Schiebe-Dinger. Du wirst jetzt erstmal zerquetscht, mein Kaufreund. Hör auf damit! Was ist hier? Okay. Okay. Anscheinend ist hier zu Ende. Oha, es geht ins Schiff rein sogar. Wie geil sieht das bitte schon aus? Was ist jetzt hier los? Oh shit, wir sind anscheinend in einer Fabrik oder so gelandet. Und müssen das, glaube ich, hier zerstören. Oder eher gesagt, wir müssen das ganze Schiff lahmlegen und das machen wir auch gerade. Oh shit, das wird Bowser nicht gefallen. Hat aber verdient. Na, so eine Scheiße fabriziert. Haha, dieser Screenshot. Cool. Selber schuld. Das war ja schaurig. Von großen Höhen halte ich mich meist fern. Da fällt mir etwas ein. Es gibt hier ein Abzeichen, das dir hilft, einen Feind zu überstehen. Es wird irgendwo an diesem Berg verkauft. Wenn du ein neues Abzeichen... Ja, okay, gut, das weiß ich. Ich muss das jetzt aber erstmal nochmal spielen, um die zweite Münze zu finden. Oder einfach mal eher gesagt... Warte mal. Ein oder zwei Münzen? Das ist die Frage, ne? Zwei Münzen, okay. Dann schneide ich das jetzt mal diesmal nicht. Obwohl, doch, oder? Nee, ich lasse es mal. Dann machen wir uns hier mal auf die Suche. Ah, wir können die Dinger auch sogar in der Luft halten. Dann ist es sogar einfacher. Ich glaube, im letzten Moment müssen wir die wegschmeißen am besten. Hier in den Liften könnte eigentlich auch noch was sein, ne? Deshalb sollte man die Dinger am besten immer regelmäßig mal anzünden. Ah ne, warte mal, hier oben. Aha! Ah ne, warte mal, hier war nur die erste. Dann never mind. Dann vergesst das wieder, Leute. Ah, wo sind die Münzen? Nee, warte, da kommen ja die Bomben raus, ne? Okay. Ah, das hier hatte ich ja verkackt, ne? Ah. Ja, mit, also wenn man die in den Händen hält, dann geht es auf jeden Fall viel einfacher.
Und hier ist dann auch das Secret, okay. Was hat die Lila Münze? Ah, okay, aber interessant. Wenn man die in der Hand hätte, bekommt man auch keinen Schaden, wenn die explodieren. Okay, gut zu wissen. Also sie sind halt nicht so wie Bonbons, okay. Okay, was mich halt nur stört, dass die Attacke halt nicht permanent angezeigt wird. Mit den Coins, das war ja damals eigentlich immer so. Aber naja, man kann ja nicht immer alles haben. Soll ich die Wunderblume nehmen? Ich weiß es halt nicht, ne? Ich nehme sie mal. Vielleicht finde ich ja die Münze doch noch. Irgendwie. Kann ja auch sein, dass sie halt irgendeiner der Blöcke ist hier. Kann alles sein. So, werde ich jetzt hier mal alles kurz und klein hauen. Ups. Ah nee, warte mal. Ich glaube, ich muss hier weitergehen. Und den Wundersamen nicht einsammeln. Ich glaube, das wird die Lösung sein. Okay. Ist nichts drin. Muss ich das Ding hier irgendwie verschieben oder so? Achso, ja klar! Dann ist dann hier die Münze drin, bestimmt. Ja, oh mein Gott. Ist das gemein. Und das ist sogar ein direkter Weg. Oh mein Gott. Das hätte man sich ja auch denken können. Wow. Ganz knapp. Müsste eigentlich nur diesen Knopf hier drücken. Dann ist alles wieder Schrott. Okay. Ja. Tut mir leid, dass wir das jetzt hier doppelt machen mussten, aber naja. Die Münzen sind mir wichtig. Alles klar. Dann geht's weiter. Da ist er ja schon wieder. Das war ja toll. Ihr lasst euch nicht einmal von einem fliegenden Schiff aufhalten. Wenn ihr es bis hierher geschafft habt, werdet ihr sicher auch mit diesem Unruhestifter fertig. Der Berggipfel liegt direkt voraus. Ich glaube an euch. Wenn der Weg zum Gipfel wieder frei ist, können wir vielleicht einmal zusammen von dort ins Tal rufen. Können wir machen, aber erst, wenn es auch soweit ist. Fürchte das Heil nicht mehr, lieber Kunde, sondern blühe auf mit den Rettungssprungabzeichen. Oh lol, wieder ein neues Abzeichen. Rettungssprung. Fällst du in Abgründe, Lava oder giftiges Wasser, springst du einmal automatisch wieder raus. Oh, das ist eigentlich schon ziemlich nice. Treffen uns mal. Und den Wundersamen, bitte. Hilft eigentlich schon sehr. Wollen wir ein anderes Abzeichen anlegen? Nee, doch nicht. Aber zum Beispiel bei Lava oder bei Gifterpassern ist das halt echt eine geile Sache. So, was nehmen wir als erstes? Nehmen das. Ich nehme halt immer das, was halt immer so die wenigsten Sterne hat. Dann ja, also so mache ich mir halt die Level-Reihenfolge. Nicht den Anschluss verlieren! Sah nach einem Level aus mit Elektro-Gegnern. Okay, regnet auch. Und die Plattform bewegen sich hier. Oh mein Gott, ich muss mir hier die Plattform weiterbauen, weil die sonst komplett verschwindet. Ich muss von diesen Viechern hier aufpassen. Dankeschön. Ja, Vogel.
Oh yeah. Ah, coole Idee. Und auch schon. Und ja, dadurch sieht man auch, dass es ein bisschen schwieriger wird. Aber sonst geht alles gar nicht. Eigentlich ganz fit. Scheiße. Oh nein. Die Plattform ist nicht lang genug. Scheiße. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass da keine Münze drin war, aber da war safe eine drin. Ah, die Dinger werden länger. Oh, wen haben wir denn da? Die Lakitos, habe ich doch gesagt. Die sind wieder da. Hab ich so gewusst. Lalalala. Hallo! Ja, auf einmal geflogen kam, wird ihr gesehen. Ach du Scheiße, das wird ja immer enger. Naja, aber solange wir das ja alles gemeistert haben, wundersam haben, ist alles gut. So, Brücke weiterbauen, damit wir nicht runterfallen. Wow, okay, das ist gemein, aber wir haben's. Jetzt muss ich das Level aber nochmal spielen, um die Münze zu holen. Ich glaube, das schneide ich euch, weil, ja, dauert halt ein bisschen, bis wir da sind. Von daher, ja, ne? Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir die Münze holen. Und da ist sie. Wir sind gleich wieder. So, da sind wir auch wieder. Was ist eigentlich hier oben? Da muss es hier wahrscheinlich irgendwo wieder ein Secret Access oder so ein Müll geben. Mal gucken. Countdown am Himmel. Oh nein. Oh nein. Sie haben nicht aller Ernstes ein Element von damals wieder zurückgebracht. Ich kenne diese Dinger, glaube ich. Ja. Hey, vorsichtig. Es ist ein Element tatsächlich, also so gesehen, aus Yoshi's Island. Weil da gab es halt diese Knöpfe, die hatten so eine Zahl und wenn die runtergingen, ja, sind die halt weg gewesen. Und das ist halt sowas ähnliches und sowas mache ich gar nicht. Und das sind bei der Welt wieder neue Gegner und es hat Piranha-Pflanzen, die Kerne oder so spucken und hier kann man einfach rein, okay. Weil es eigentlich Zufall. Und es geht ja schnell wieder weg. Man hat aber noch ein kleines bisschen Zeit runterzugehen. Aber trotzdem sehr gefährlich, diese Dinger. Also müssen wir auf jeden Fall da gucken, dass wir auf jeden Fall von diesen Dingern auf jeden Fall schnell wegkommen. Aber wenn man drauf stimmt, geht die Zeit nicht runter. Nur wenn man die betritt, geht sie runter. Und ah, man kann auf den Dingern springen. Okay, gut, ne? Ist wahrscheinlich eh nur nichts. Oh, ist das gemein. Das ist schon die nächste Münze.
Okay. Ja, also das Level scheint noch machbar zu sein. Ich will auch gar nicht wissen, wenn wir in diese Spezialwelt da kommen, weil die wird ja wahrscheinlich auch nochmal reinhauen. Was das dann da für Level sind. Verdammt. Hier oben ist nichts. Aber doch keine Müll. Musik ist sogar ein. Ich liebe sie. Na, 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 na. Okay. Dann kann man sich wieder ein Item holen. Ein Stern. Nehme ich aber auch gerne. Nun bringt mir das jetzt nichts, wenn die Plattform sich jetzt hier bewegt. Na geil. Achso, doch. Das ist ein Star-Run. Cool. Immerhin. Somit kann man dieser Lakito nicht auf den Sack gehen. Obwohl doch, jetzt kommen keine Blöcke mehr. Bams. Bam. Oh, ich brauch den sogar. Wow. Was passiert denn hier? Okay. Oh ne, ich hab Schiss, dass jetzt irgendwo eine lila Münze oder so ist, random. Deswegen fliege ich jetzt extra ein bisschen langsamer. Ach, verdammt. Ich hoffe jetzt, dass da unten keine lila Münze war. Bitte sag mir nicht. Eine brauchen wir nämlich noch. Das wäre nicht so geil, wenn jetzt da unten irgendwo wäre. Wir beten einfach mal, okay? Immer geht ihr ein auf den Sack. Okay. Ja, nicht so weit rausgehen. Wir ein bisschen unter der Plattform bleiben. Obwohl, hier können wir schon mal hingehen. Ja. Mann, wieso kriege ich immer einen Stern raus? So kacke. Ich kann aber mit dem nichts anfangen. Verdammt nochmal. Hey, was? Ich bin auf ihn gesprungen. Betrug. Beschiss. Hm. War natürlich klar, dass das passiert. Wer hätte es gedacht? Hm? Wer von euch musste lachen? Ich sehe es doch. Nein, Spaß. Ich hätte hier nicht runtergehen dürfen, ne? Ah, wir können wieder mit der Mütze hier hoch. Alter, die sind ja total schnell. Das ist immer kacke, wenn man kein Item hat. So langsam bekomme ich... Ist die ganze Zeit so ein unsichtbares Ding gewesen. Verdammt. So, am besten. Ja, hallo, mach doch. Danke. Gut, damit werden wir dieses Höllenlevel auch mal los. Weil diese Plattformen, die mag ich echt gar nicht. Obwohl, huh? Es ging eigentlich voll fit. Ich hätte eigentlich mit mehr Fels gerechnet, aber sonst. Mal das in einem Zug bekommen. So gut. Ach so. Ist der Schalter das hier frei? Was ist das hier denn jetzt hier? Verschnaufspause, immer im Kreis. Das machen wir noch. Das schieben wir noch hinten dran. Was ist das denn hier? Was zum Teufel? Okay. Komm! Und... Hey! Endlich. Oh nee, das Ding jetzt zu bekommen wird ekelhaft. Obwohl, ich bin der Ulti-Picker und habe immer 100er IQ. Aber nee, warte, das ist ja der Durchschnitts-IQ. Ich dumme Stück. Naja.
Naja, gut, ich denke mal, dass wir jetzt hier erstmal Schluss machen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder als Super Mario Bros. Wonder. Bis dann und ciao!